Wie sich aus einer kleinen Idee eine Riesenhilfsaktion entwickelt hat, die wirklich zu Herzen geht, das zeigen wir gleich bei uns in der Sendung. Und damit herzlich willkommen zu MDR um 2 an diesem Freitag, auch noch mit diesen Themen. Reden wir zu Beginn übers Wetter. Wir haben Winter und da gehören überfrorene Straßen leider zum Alltag mit dazu. Besonders gefährlich war es in der Nacht und am Morgen in Sachsen-Anhalt, vor allem in der Börde. Dort kam es auch zu einem schweren Unfall. Ja, und auch im Erzgebirge hat starker Schneefall wieder für zahlreiche Unfälle und Chaos auf den Straßen gesorgt, die man sehen kann. In Tannenberg im Erzgebirgskreis krachten zwei Autos frontal ineinander. Zwei Verletzte gab es dabei. Selbst die Einsatzkräfte kamen aber nur ganz langsam an die Unfallstelle heran. Auch Monate danach ist es nur sehr schwer, in Worte zu fassen, was sich im Juni im thüringischen Altenfeld abgespielt hat. Ein Familienvater soll zwei seiner drei Söhne getötet haben. Die Kinder waren 1 und 4 Jahre alt. Der 3-jährige Sohn überlebte schwer verletzt. Auch der Täter selbst hat sich wohl versucht umzubringen, doch das misslingt ihm. Und so muss er sich seit heute für seine Taten vor dem Landgericht in Erfurt verantworten. Unsere Reporterin Cornelia Hartmann hat den Verhandlungsbeginn am Erfurter Landgericht heute für uns am Vormittag mitverfolgt. Eine Babyleiche zurückgelassen auf einem Feld. Eine Woche ist es jetzt her, als ein junger Mann sie zufällig entdeckte. Die Menschen in Niederau bei Meißen sind immer noch unter Schock. Bislang konnte die Polizei den Fall noch nicht klären. Deshalb bitten die Ermittler jetzt noch einmal um Hilfe der Bevölkerung. Mit den Informationen Tobias Bader live aus Dresden. Dankeschön, Tobias. Linda W. aus Pulsnitz, sie ist eine von etwa 700 jungen Frauen aus Europa, die sich dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen haben. Im Sommer wurde die sächsische Schülerin im Irak verhaftet. Die Bilder ihrer Festnahme, sie gingen um die Welt. Seitdem wartet die Schülerin in einem Gefängnis im Irak auf ihren Prozess und hofft, danach wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können. Ihre Mutter und Schwester durften Linda W. jetzt das erste Mal in der Haft besuchen. Im Landkreis Börde waren Diebe auf einem Werkstoffhof unterwegs. Ihre Beute? Kabel, genau. Und das ist nicht das erste Mal, dass sich Einbrecher auf dem Firmengelände bedient haben. Ob es Wiederholungstäter waren, das weiß heute noch niemand. Die Diebe waren aber dieses Mal jedenfalls sehr, sehr erfinderisch. Zu jedem Weihnachtsfest gehört ein Weihnachtsbaum, ganz klar. Sorgfältig ausgewählt beim Händler und dann irgendwie nach Hause geschleppt. Doch in Eisleben sucht die Polizei jetzt einen Dieb, der mehr Weihnachtsbäume geklaut hatte, als man tragen kann. Und eigentlich alles mitgehen ließ, was nicht niet- und nagelfest war. Vergangene Woche war es zu dem schweren Zugunglück bei Meerbusch gekommen. Eine Regionalbahn prallte direkt gegen einen Güterzug. Die Aufräumarbeiten, die laufen noch immer. Und bei dem Unfall gab es Dutzende Verletzte. Einer von ihnen ist Roland Müller. Ihn hat es sehr schlimm erwischt. Als das Unglück passierte, saß er ganz vorne im ersten Abteil. Er erzählt uns, wie er den Rettungseinsatz eigentlich erlebt hat und erhebt Vorwürfe gegen die Bahn. Und die Daumen. So hier sieht normalerweise ein Eisbär aus, liebe Zuschauer. Aber die folgenden Bilder, sie machen einen unendlich traurig irgendwie. Ein Eisbär, an dem so gut wie nichts mehr dran ist, schleppt sich mit letzter Kraft voran. Das Video wird gerade im Netz millionenfach geteilt. Es facht die Diskussionen um die Folgen des Klimawandels an. Forscher befürchten rapide Rückgänge der Eisbärpopulation. Traurige Geschichte. Sie galt als eine Branche mit ganz großer Zukunft, wurde gar als neues Jobwunder gefeiert. Die deutsche Solarindustrie, doch dann kam in den vergangenen Jahren der ganz große Knall. Tausende Arbeitsplätze gingen in den deutschen Fabriken verloren. Vor allem gegen die Billigkonkurrenz aus China waren die Unternehmen machtlos. Mindestimportpreise und Zölle sollten das verhindern. Doch der Solarbetrug läuft nach wie vor und auch heimische Firmen verdienen daran kräftig mit.